Moin ihr Lieben, heute quatschen wir kurz über das Champions League Rückspiel zwischen Manchester United und Atletico Madrid. Viel Spaß! Zuallererst, bevor ich es vergesse, möchte ich Atletico zum verdienten Weiterkommen gratulieren. Atletico war in beiden Spielen die bessere Mannschaft und ist damit völlig zu Recht im Viertelfinale. Zum Spiel gestern will ich eigentlich gar nicht allzu viel sagen. Renan Lodi erzielt in der 41. Minute das Siegtor, die Keeper hatten jeweils ein paar gute Paraden, aber insgesamt war es zumindest als neutraler Zuschauer kein gutes Fußballspiel. Atletico war sehr taktisch unterwegs, wie man es von ihnen kennt, und United hatte dem Ganzen nicht viel gegenzusetzen. Zwar hatte man bei United auch ein paar gute Chancen, vor allem durch Elanga, aber ein starker Oblak verhinderte das Gegentor, zweimal oder dreimal, und wenn ich sage United hatte ein paar Chancen, dann meine ich auch wirklich nur 2-3 Stück und nicht mehr. Nach dem 1:0 machte Atletico mehr oder weniger zu und United hatte dem Ganzen, wie schon gesagt, nichts entgegenzusetzen. Man fand keine Lücke und bei allem Respekt, so schwer hat Atletico es ihnen nicht mal gemacht. Also die mussten sich jetzt nicht komplett hinten rein verbarrikadieren, weil es einfach nicht nötig war. United hatte null Kreativität, war komplett ideenlos, es war kein Charakter zu sehen. Und das im Old Trafford. Zu Hause in der Champions League so gegen Atletico aufzutreten, ist eine Zumutung für die Fans und einfach nur beschämend. Ralf Rangnick hatte zu keiner Zeit irgendeinen Plan oder irgendeine Idee, wie er das Spiel noch rumreißen könnte. McTominay und Fred waren komplett überfordert und wie schon öfter gesagt, haben beide kein Champions League Niveau. Zumindest nicht konstant. Für mich sind das Spieler, die können maximal Conference League spielen, beim besten Willen. Die kriegen keinen Pass über 5 Meter an den Mann gebracht. Das ist zumindest gegen gute Mannschaften eine Zumutung, den beiden Spielen zu sehen. Und wenn man überlegt, wie viel Geld in dem Kader von United steckt, mit so einer Doppel-6 zu spielen, na, kann ich nicht nachvollziehen. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Zu guter Letzt sprechen wir über die Legende himself, Cristiano Ronaldo. Und bevor mir irgendwer Hate vorwirft, nein, Ronaldo war für mich schon immer einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste. Aber er ist einfach kein Außerirdischer mehr. Er ist sterblich geworden. Ich hätte nie gedacht, einen Cristiano Ronaldo jemals in meinem Leben gegen Atletico in der Champions League ausscheiden zu sehen. Aber es ist passiert. Ronaldo ist immer noch ein sehr, sehr guter Spieler, aber er ist nicht mehr der Spieler. Punkt. Gestern war er unsichtbar. Genau wie andere Spieler, die man aber mit einem anderen Maßstab misst. Ist nun mal so. Wie schon gesagt, ist Atletico für mich zu 100% verdient weiter. Bei United muss man sich jetzt einfach mal fragen, wer diese Mannschaft ab der kommenden Saison coachen soll. Erfolgreich, weil das wird gar nicht so einfach. Und was beim Teammanagement schiefgelaufen ist. Über das Thema können wir aber nächste Woche mal quatschen. Das war's auch schon für heute. Schreibt gerne mal eure Gedanken zum Spiel in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.